Nicht merken, dass ich jetzt erst nach Hause komme. Ja, hat er schon gemerkt. Es brennt Licht. Im Schlafzimmer. Da schläft nicht das Licht drin. Ich soll immer ein schlechtes Gewissen kriegen. Hast du Angst? Was ist das? Was ist das? Kannst du mir sagen, was das ist? Warum bin ich heute nicht bei dir geblieben? Ich hab eins. Was hast du? Schlechtes Gewissen. Vielleicht bist du morgen nicht gut in der Schule. In der Schule bin ich nie gut. Ich weiß auch nicht warum. Die Schule ist nicht meine Zeit. Und dann steige aus. Mhm. Wieso ist hier kein Licht? Was für Licht? Es ist zu dunkel hier. Die Straßenlaterne ist aus. Da am Hauseingang haben wir Licht. Er macht es einfach nicht an. Schlechtes Gewissen soll ich haben. Und Angst. Wovor Angst? Ich habe immer Angst im Dunkeln. Schon immer gehabt, schon als Kind. In meinem Zimmer musste immer Licht brennen. Also, gute Nacht. Schlaf gut. Bis morgen.
Cousin. Da ist jemand, Vati. Da im Dunkeln ist jemand. Jemand hat geschossen. Geh nicht da rein. Komm. Ruf einen Arzt. Einen Notarzt. Schnell. Schnell. Der Notarzt und die Polizei kommen. Nimm meine Tablette. Das wird dir gut tun. Ich weiß, wie dir zumut ist. Es wird dir alles gut. Ich bin ja da. Er ist doch nicht tot. Ich weiß noch nicht. Können wir mal reinkommen? Polizei? Ja. Er ist doch tot, nicht? Ja. Meine Tochter weiß es noch nicht. Ich kann es ihr nicht sagen. Wollen Sie es ihr sagen? Mhm. Ich habe Angst um Sie. Danke. Er ist tot, nicht wahr? Warum kümmert er sich um Tote? Cousi, bitte, bitte, bitte. Ich bin ja bei dir. Komm, es ist ja gut. Komm. Vielleicht können Sie eine Spritze nehmen. Wenn Sie schlafen kann, ist alles gut. Schlaf hat dir immer geholfen. Würden Sie bitte mal runter. Ja, ja. Können wir uns schon unterhalten? Ja, ja, natürlich. Das ist der einzige Mensch, den ich habe. Ich habe sonst niemanden. Sie hat immer schon so stark reagiert. Schon als Kind. Als falle sie in einen Abgrund. War überhaupt nicht ansprechbar. Ist das ein guter Arzt? Oh ja, ich denke schon. Vielleicht sollte ich meinen Arzt anrufen. Aber um diese Zeit. Aber der Notarzt, der macht das doch schon. Das hat sehr viel mit Nervenzusammenbrüchen zu tun. Wer ist der Tote? Ein gewisser Borg. Alexander Borg. Der Mann hat eine Diskothek. Ist der Verlobte meiner Tochter. Sie wollten heiraten in 2-3 Monaten, wenn meine Tochter das Abitur bestanden hat. Die beiden waren Auswanderer, ja? Ja, sie sind jeden Abend aus. Ich sagte Ihnen ja, der Mann hat ein Lokal, Musik, Tanz und Alkohol. Ich war nicht einverstanden damit, dass sie sich dort jede Nacht um die Ohren schlägt. Da ist ja schließlich noch die Schule und das Abitur. Fällt er mir nicht in den Schoß. Der Mann hat eine Diskothek, sagten Sie. Ja. Mit Musik bildet man sich ja heutzutage für das Leben aus. Mit einer ganz gewissen Art von Musik, wenn sie nur laut ist. Laut und unverständlich.
Man legt da so etwas wie eine Prüfung ab. Man hat sie bestanden, wenn man nach den ersten paar Takten weiß, um was es sich handelt. Um was für eine Musik, um was für einen Sänger. Und dann darf man es zeigen. So ein beglücktes, idiotisches Grinsen. Ja, Alexander Borg, wie alt ist er? 35. Meine Tochter ist 19. Schon der Altersunterschied. Inhaber einer Diskothek mit ihrer Tochter verlobt? Offiziell verlobt? Ja, sie sagte mir, sie betrachte sich als verlobt. Und Sie waren nicht einverstanden mit dieser Verbindung? Nein. Und Sie sehen ja, wie recht ich hatte. Ein Mord. Vor meiner Haustür. Welches Motiv könnte der Tat zugrunde liegen? Was glauben Sie? Motiv? Oh, da gibt es viele. Wenn Sie mich danach fragen. Ich bin Lehrer und Cosima ist in meiner Klasse. Lehrer sind Sie? Ja. Und ich habe eine Klasse, in der der Teufel los ist. Und in dieser Klasse ist meine Tochter so geworden, wie sie ist. Rausgelaufen aus jeder Führung. Aus meiner Führung ganz gewiss. Alle sind sie auf eine mir völlig unbegreifliche Weise verrückt. Motive? Die gibt es da genug. Eifersucht. Ja. Herr Stein? Ja. Ihre Tochter lässt sich nicht beruhigen. Der Arzt nimmt sie jetzt mit, damit sie unter Aufsicht ist. Mit Ihrem Einverständnis natürlich. Cosi, wie geht's Ihnen? Bringen Sie sie schon in den Wagen. Sie ist psychisch extrem labil. Ja, ich weiß. Hat sie schon mal Rauschgift genommen? Möglich. Ich kann das nicht ausschließen. Ich habe sie schon sehr verwirrt gesehen, in einem Zustand, dass ich am liebsten einen Arzt gerufen hätte. Ich halte es für das Beste, wenn sie wenigstens eine Nacht unter Aufsicht ist. Ja. Für den Fall, dass sie durchdreht. Guten Abend. Guten Abend. Und Sie suchen Motive? Wissen Sie, wo Sie die Mörder finden? In meiner Klasse. Ihre Schulkameraden sind es. Okay, tschüss, Lust. Wieso muss das Äpfel noch etwas größer nur sein, wenn es noch anders aufgegeben ist? Lassen Sie mich reden, ich möchte noch ein paar Worte sagen, die ich mir heute Nacht zurechtgelegt habe. Ja, schon gut. Das sind keine Schüler, das sind Mörder. Ein paar von ihnen, eine Gruppe von 5 oder 6, die mir mein Kind zugrunde gerichtet haben. Wollen Sie sich bitte setzen? Sie haben es sicher schon gehört. Heute Nacht wurde vor meinem Haus, vor meiner Haustür, jemand erschossen. Ein Mann, den Sie kennen, den die meisten von Ihnen kennen. Der Barbesitzer Borg. Ich sehe, Sie wissen Bescheid. Ich erzähle Ihnen nichts Neues. Oder? Erzähle ich Ihnen was Neues? Jetzt geht. Nein, Herr Doktor, wir haben es schon gehört. Ich wurde heute Nacht angerufen. Stehen Sie auf, Betzky. Ich wurde heute Nacht angerufen aus dem Rocky. Würden Sie dem Kommissar sagen, was das ist, das Rocky? So heißt die Diskothek, die Alex gehört. Alex ist wer? Alexander Borg. Wer hat Sie angerufen?
Pohlmann, sein Kompagnon, nachdem die Polizei ihn verständigt hatte. Da hat er Sie also angerufen. Waren Sie denn zu Hause? Sonst hätte ich ja nicht mit ihm telefonieren können. Ich habe schon geschlafen. Ich bin sofort los. So, da sind Sie sofort los. Wohin denn? Ich habe Sie aufgesucht, Herr Doktor. Habe bei Ihnen geklingelt, weil ich Cosima sprechen wollte, fragen, was da passiert ist. Bei mir waren Sie? Es hat aber niemand aufgemacht. Ich war im Krankenhaus. Cosima hat einen schweren Nervenzusammenbruch. Und dafür mache ich Sie verantwortlich, Betsky. Sie. Aber nicht Sie allein. Schlubber, stehen Sie auf. Binks und Luther, aufstehen. Auch Sie mache ich verantwortlich. Und noch einige. Alle könnte ich verantwortlich machen. Sie alle. Denn Sie haben Cosima bekannt gemacht mit diesen Lokalen, mit diesen Leuten. Mit Exzessen aller Art. Sexuell und... Oder nicht, Betsky? Nicht, Binks? Oder höre ich da Widerspruch? Sie haben sie bekannt gemacht mit dieser großartigen Freiheit, die ihnen nur Genuss verspricht und ihnen nichts auferlegt. Keine Pflichten. Die schon gar nicht. Sie sehen, wohin das führt. Zum Mord. Wie schuldig oder unschuldig Sie daran sind, das wird festgestellt werden. So, jetzt ist mir wohl. Wenn Sie Fragen wollen, bitte. Sie haben da einige Ihrer Schüler ganz direkt angesprochen. Ja, das habe ich. Ich nannte Ihnen Betsky und Schlobach und Binks und Luther. Warum gerade diese? Weil Sie Ihre Freunde waren, die Freunde meiner Tochter. Auf Sie hat sie gehört. Der schlechteste Einfluss kam von diesen Vieren. Und wenn Sie Motive wollen, und dort werden Sie sie finden. Gut. Ich heiße Derek. Sie ist im Krankenhaus. Ja, sie hat einen Nervenzusammenbruch. Sie drückt immer gleich durch. Und wenn ihr sowas passiert, ist doch klar. Ihr Zustand ist vielleicht doch schlimmer, als der Arzt heute Nacht angenommen hat. Ich wollte Sie heute Vormittag vernehmen, aber der Arzt hat es nicht erlaubt. Sie hat noch kein Wort gesagt? Nein. Macht es Ihnen was aus, wenn ich rauche? Natürlich nicht. Wenn es erlaubt ist hier. Hier ist gar nichts erlaubt. Danke. Mhm. Also, Sie wollten mir Fragen stellen. Ja, stimmt es, was Dr. Stein sagt? Sie waren mit Cosima befreundet? Ja, das ist richtig. Nun lassen Sie mich mal ganz offen fragen. Ja, ich habe mit ihr geschlafen. Das wollten Sie doch wissen, oder? Ja, das wollte ich wissen. Stellen Sie sich vor, das habe ich Ihnen jetzt direkt angesehen. Ich habe mir gedacht, wetten, dass jetzt diese Frage kommt. Haben Sie ein bisschen Nachsicht mit mir. Ich versuche mich nur zu informieren. Schon gut. Also, Sie war meine Freundin. Wie lange? Bis vor einem halben Jahr. Bis Sie Borg kennenlernte. Ja, genau. Dann hat sie Ihnen den Laufpass gegeben. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Ja. So kann man es nennen. Ja, so kann man es nennen. Sie hat mich sitzen lassen. Von einem Augenblick auf den anderen wegen eines... Es wird Ihnen nicht schwerfallen, herauszubekommen, was ich von Borg denke. Ja, sagen Sie mir doch gleich selber. Was haben Sie von ihm gedacht? Für mich war der Mann eine leere Flasche, aber mit einem interessanten Etikett. Sie haben ihn also gekannt? Ja, wir waren öfter in seinem Laden. Er hatte die beste HiFi-Anlage von München. Dagegen bin ich nicht angekommen. Haben Sie es denn versucht? Eine ganze Weile. Ich sag's Ihnen, weil Ihnen das jeder erzählen wird, wenn Sie fragen. Wo waren Sie vergangene Nacht um 1 Uhr? Ich war im Bett.
Und keiner, der es beweisen kann. Klingeln bei Ihnen jetzt die Glocken? Guten Tag, Herr Stein. Was ist denn heute Nacht passiert? Ist also schon rum in der Schule. Ja, ich hab's gerade im Lehrerzimmer erfahren. Was ist mit Cosima? Geht ja schon besser. Man sagt, sie sei im Krankenhaus? Ein Schock, sie steht noch unter Beobachtung. War der Mann nicht Nachtclubbesitzer? Ja, ja. Ich war nicht einverstanden mit dieser Beziehung. Und Sie selbst, Sie haben gar keinen Verdacht, gar keine Idee, wer der Täter gewesen sein könnte. Auch nicht, wenn Sie nachdenken müssen. Tut mir leid. Ja, schon gut. Sie können gehen. Rufen Sie mir bitte Schlobach rein. Wo stand er denn eigentlich? Wer? Der im Garten von Dr. Stein. Hat man denn da keine Fußspuren gefunden? Sie kennen sich aus, was? Ja, und die Hülsen? Es ist doch zweimal geschossen worden, da sind doch zwei Hülsen rausgefallen. Wenn es eine Pistole war. Ja, die Hülsen haben wir gefunden. Kann man nicht an solchen Hülsen feststellen, aus welcher Waffe geschossen worden ist? Wenn man die Waffe hat, ja. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Schlobach soll reinkommen. Daher. Schlobach, du sollst reinkommen. Du hältst die Schnauze, was ist das klar? Was fragt er denn? Du sagst nur ja oder nein. Na, Petzky, konnten Sie alle Fragen beantworten? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie wissen, dass Sie hier nicht rauchen dürfen. Soll ich Sie dem Direktor melden? Du musst ja nicht. Gute Idee. Harry, grüß dich. Ja. Stefan, servus. Das ist Herr Pohlmann, der Partner von Borg. Das Oberinspektor Derek. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben zusammen das Rock hier aufgebaut. Wann waren das? Vor 3 Jahren. Jeder ist zur Hälfte beteiligt und beide wohnen hier im Haus. Ja, im ersten Stock, genau, hier drüber. Haben Sie zusammen eine Wohnung? Wir teilen uns 6 Zimmer. Martina, Sie trinken doch sicher was. Sie sind hier an der Quelle. Harry. Ja, helles. For you? 2. Okay, 2 Beers. Okay. Herr Pullmann sagt, dass Borg mit Cosima Stein fast jeden Abend zusammen war. Entweder hier oder oben. Die beiden hingen sie aneinander, nicht? Ja, das kann man wohl sagen. Alex war ganz verrückt nach dem Mädchen. Ich habe ihm oft gesagt, was willst du denn mit einem Schulmädchen? War sie wirklich noch so ein Kind? Kind? Die? Ein Kind war die ganz bestimmt. Was war sie denn? Ja, die hat alles mitgemacht. Hat nichts ausgelassen, wollte alles auf Mal haben. Ich habe oft zu Alex gesagt, was soll denn das? Heiraten ist doch da nicht drin. Das war nicht zu machen. Jetzt hat er die Quittung. Sie wollen also sagen, dass das Mädchen etwas mit dem Mord zu tun hat? Sie war der Anlass, doch sonnenklar. Kennen Sie Heinz Betzky? Ja, den kenne ich. Er war vorher mit Cosima Stein befreundet. Und wie? Als Alex ihm das Mädchen weggenommen hat, ist er nicht mehr gekommen. Vorher war er jeden Tag da. Also Feindschaft zwischen Borg und Betzky. Wissen Sie, wie Alex darüber dachte? Sagte mir, wenn Betzky könnte, würde er mir den Hals umdrehen. Ist doch ganz interessant für Sie, oder? Ist die wirklich so gut? Wer? Die Anlage. Ja, Betzky sagt, sie sei fabelhaft. Ja, sie hat 60.000 Mark gekostet. Das ist eine Menge Geld. Kann man mal was hören? Bitte. So eine Anlage gibt's nicht normal in München. Wissen Sie, Alex war der Techniker. Und Sie der Kaufmann. Ja, davon verstehe ich mehr. Ich war der Kopf des Unternehmens und er das Herz. Kilo Herz. Das ist ein Witz. Ah ja.
das sind ja ziemliche Werte hier. Was steckt denn so drin in dem Laden? Meinen Sie Geld? Ja. Halbe Million, vielleicht etwas mehr. Und wer kriegt das jetzt? Wie meinen Sie das? Meinen die Hälfte, die Borg gehört? Die Hälfte, die geht an mich. Das heißt, umgekehrt wäre es auch so gewesen. Schließlich haben wir das ja hier zusammen aufgebaut. Haben Sie das schriftlich gemacht? Ja. Das haben wir schriftlich gemacht. Dagegen ist doch nicht zu sagen, oder? Nein, nein, das ist doch nur vernünftig. Also, Todfeinde waren die beiden. Ja. Sie trauen Betsky den Mord zu. Ja. Das ist alles, was ich wissen wollte. Danke. Hallo, Hinz. Guten Tag, Herr Doktor. Ich habe mir erlaubt, ein paar Blumen abzugeben. Nur abzugeben, ich habe sie nicht gestört. Ich habe nur meine Anteilnahme ausdrücken wollen. Danke Ihnen schön, Hinz. Keine Ursache. Für mich war es eine Selbstverständlichkeit. Danke. Kussi. Ist noch nicht besser. Es geht schon. Die Nacht war schlimm. Ja, ja, ich weiß. Ich war ja da. Du warst da? Draußen. Sie haben mich nicht reingelassen. Ich habe die ganze Nacht draußen auf dem Gang gewartet. Die ganze Nacht? Bis sie sagten, dass du schläfst. Weiß man schon, wer es war? Nein. Sie untersuchen noch. Polizei war heute Morgen in der Schule. Warum in der Schule? Naja, ich habe ihnen gesagt, dass... Ich verstehe. Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Über wen? Über Betsky? Sie haben ihn verhört. Alle deine Freunde, deine sogenannten Freunde, denen du nichts verdankst als Unglück. Was hat die Polizei festgestellt? Betsky war zu Hause, habe geschlafen, aber auch alle anderen. Schlobach und Binks und Luther waren alle zu Hause. Und Zeugen? Nein. Nein, Zeugen haben sie keine. Keine von ihnen. Wenn es einer von ihnen war, dann war es Betsky. Das war mein erster Gedanke, Kussi. Mein erster Gedanke, Betsky. Aber alle anderen sind schuld daran. Du hast zu sehr auf sie gehört. Falsche Freunde. Ich habe dir es immer gesagt, du hast einen vollkommen falschen Umgang gehabt. Entschuldig. Nichts mehr davon, kein Wort mehr davon. Ich freue mich so, dass dir wieder besser geht. Darf man trotzdem... Was wollen Sie? Sie wagen es, hierher zu kommen. Warum nicht, Doktor? Was dagegen, Cosi? Ich hau sofort ab, wenn es dir nicht passt. Gehen Sie raus. Oder ich rufe den Arzt. Den Arzt? Ich bin doch nicht krank. Lass ihn, Vater. Weswegen bist du gekommen? Ich wollte dir nur sagen, dass es mir leid tut, was passiert ist. Hören Sie auf. Ich habe keinen Zweifel daran gelassen, dass ich Sie... Ja, Doktor. Ich halte Sie für den Täter. Für den Urheber. Zumindest dafür. Sie sind gut. Glaubst du das auch? Sie hat mir gerade gesagt, ihr erster Gedanke waren Sie. Mensch, Kusi, ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich schieß doch nicht. Nein? Tust du das nicht? Nein, das tue ich nicht. Das wollte ich dir sagen. Hast du der Polizei nicht gesagt, dass du eine Pistole hast? Sie besitzen eine Pistole? Sagen wir besser so. Ich besaß eine.
Und hast du der Polizei gesagt, dass du Schießübungen gemacht hast? Was? Deshalb bin ich ja hier. Bevor deine Fantasie mit dir durchgeht, wollte ich dir sagen, ich war's nicht. Obwohl ich zugebe, dass ich Borg nicht mochte. Ich konnte ihn auf den Tod nicht ausstehen. Gehen Sie raus jetzt. Oder ich hole den Arzt. Ali, ist aber nicht schlecht. Sehen fast aus wie ein Profi. So? Ich bin aber keiner. Wer hat Sie reingelassen? Ihre Mutter. Haben Sie gesagt, wer Sie sind? Ja, ich habe mich vorgestellt, natürlich. Kriminalpolizei. Mordkommission. Hätte ich das nicht sagen sollen? Sie erschrickt immer so leicht, wissen Sie. Sie war erschrocken, ja. Haben Sie sie etwa verhört? Verhört? Ach was, ich habe ihm ein paar Fragen gestellt. Hätte ich das nicht tun sollen. Na, Sie sind gut. Was haben Sie ihr denn für Fragen gestellt? Ich habe mich nach Cosima Stein erkundigt. Und? Ja, also Ihre Mutter sagte, das Mädchen war die große Liebe meines Sohnes. Ha, ha, ha. Sie lachen? Ja, ich lache. Ist das nicht richtig, was Ihre Mutter sagt? Doch, es ist richtig. Interessiert Sie meine Geschichte mit Cosima? Ja, ja, natürlich. Bitte setzen Sie sich. Danke. Ich kam vor einem Jahr mit meiner Mutter nach München. Ich ging hier zur Schule und traf Cosima. Ich war wie weg. Nein, die ganze Zeit lang. Bringen Sie auch hin? Gerne. Eine ganze Zeit lang wie in einem Ausnahmezustand. Kann man das sagen? Ja, 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 sowas gibt's ja. Glauben Sie daran? Woran? An den Ausnahmezustand. Ja, für Psychologen, für Psychiater ist es einer. Ist das eine Entschuldigung? Sagen wir besser eine Erklärung. Das Wort Entschuldigung mögen Sie nicht, was? Wofür? Für das, was einer tut, wenn er seine Sinne nicht beisammen hat. Sie sprechen jetzt rein theoretisch mit mir. Rein theoretisch. Nachdem Sie Cosima Stein kennengelernt hatten, befanden Sie sich also in einem Ausnahmezustand? Ja, eine ganze Weile. Aber das ging vorüber. Meine Geschichte mit Cosima ging zu Ende auf eine ganz natürliche Weise. Die mir zuerst, das gebe ich zu, ein wenig zu schaffen gemacht hat. Aber Cosima war in einer... Nichts war endgültig für sie, alles vorübergehend, Durchgang. Auch ich. Ich besonders. Ich war nur eine Station. Sie hat sich ein bisschen orientiert. Und dann richtig losgelegt mit allen Schikanen. Wollen Sie mal sehen? Was? Ein Videoband. Ich hab's selbst aufgenommen. Vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr. Eine Fete hier. Die halbe Klasse war da. Und sonst noch Leute. Amateuraufnahmen. Oh, falling in love was the last thing I had on my mind. Holding you is a warmth that I thought I could never find. Just trying to decide. We'll be right back.
Bisschen was gibt's hier, nicht? Borg war noch nicht dabei, oder? Nein, aber es gab ihn schon. Wir waren fast jeden Abend in seiner Diskothek. Er hatte Cosi gesehen, wie sie in Fahrt war. Und kam zu mir und sagte, was ist mit Cosi? Stehst du so unbedingt drauf? Ich fragte, wieso? Mann, sagte er, mir hängt die Zunge raus nach dem Mädchen. Das war so die Art, wie er darüber sprach. Und die gefiel Ihnen nicht? Stimmt, die gefiel mir nicht. Naja, das haben Sie ihm ja auch deutlich gezeigt. Sie haben ihn bedroht. Bedroht? Ich habe mich mit ihm geprügelt und bekam danach Hausverbot. Wenn Sie feststellen wollen, was ich für Alex Borg empfinde, das kann ich Ihnen sagen. Nichts, absolut nichts. Nicht einmal jetzt, wo er tot ist. Ich habe kein Mitgefühl. Fehlende Trauer, ist das ein Indiz für Sie? Sie machen es mir verdammt schwer. Ich mache es Ihnen schwer? Ja. Schwer, Sie zu beurteilen. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Was willst du hier? Ich hab Polizei im Haus. Na, weglaufen brauchst du auch nicht gleich. Wart im Garten. Hübsch. Finden Sie nicht auch? Ja, sehr hübsch. Es steht noch da. Weil es mir gefällt. Eine Erinnerung. Sie haben eine Pistole, nicht wahr? Wer sagt denn das? Spielt das eine Rolle? Hat Cosima das gesagt? Ich war nämlich heute im Krankenhaus, da fing sie auch davon an. Ich hatte mal eine Pistole von einem Freund, der sie mir verkaufen wollte. Ich hatte sie ein paar Tage hier, ein ganz altes Ding. Ich habe versucht, damit zu schießen. 4-mal abgedrückt, 3 Versager, ich habe sie zurückgegeben. An wen? Das kann ich Ihnen doch nicht sagen. Der hat sie auch nur gefunden. Es wäre gut, wenn Sie mir den Namen sagen könnten. Aber ich sage doch, der hat sie gefunden und nicht gemeldet. Nicht abgegeben. Den kann ich doch jetzt nicht reinreißen. Das können Sie doch nicht von mir verlangen. Es ist Ihnen klar, dass Sie damit automatisch zum Kreis der Tatverdächtigen gehören. Das habe ich doch gewusst. Das habe ich doch von Anfang an gewusst. Du wirst sehen, es wird dir gleich besser, wenn du wieder zu Hause bist. In dieser Umgebung muss man sich ja krank fühlen. Also wenn du mich fragst, ich fühle mich krank, wenn ich hier nur reinkomme. Ich kann gar nicht mehr atmen. Gar keine Stimme mehr. Merkst du das nicht? Haben wir alles. Ja? Ja, ich geb's Ihnen. Der Oberinspektor. Ja? Ich habe noch eine Frage, Fräulein Stern. Sie sagten, dass Betzky eine Pistole besessen hat, Schießübungen gemacht hat. Können Sie mir sagen, wo? Ja, bei uns im Garten. Auf Bäume im Garten. Ja, natürlich. Ja, ist gut. Was wollte er denn? Er fragte nach der Pistole, die Hans Betzky besitzt. Und wo er seine Schießübungen gemacht hat. Und? Wo hat er sie gemacht? Bei uns im Garten. Was? Du warst nicht da und er wollte sie unbedingt ausprobieren. Ich sag dir ja, der Junge hat nur Unglück gebracht über uns alle. Da wird in meinem Garten mit Pistolen geschossen. Was ist denn noch alles passiert in meinem Haus? Lass uns gehen. Was wollen Sie denn? Kann ich mal reinkommen? Ich habe gehört, Kusi ist wieder zurück. Ihre Besuche sind hier nicht erwünscht, Betzky. Nur einen Moment, nur einen kleinen Augenblick. Nein!
ich heute nicht bei dir geblieben. Kommst du nicht runter? Du kannst doch nicht ewig hier sitzen und diese Musik hören. Cosi! Cosi! Ich dulde nicht, dass Sie hier rumstehen, Betsky. Verschwinden Sie. Schon gut, Doktor, schon gut. Bin ja schon weg. Heinz? Ja? Sag, er soll reinkommen. Betsky? Ich wollte nicht stören, Doktor. Was Sie wollen, weiß ich nicht. Jedenfalls nichts Gutes. Von Ihnen kam noch nie was Gutes. Das können Sie nicht sagen, Doktor. Ich sage es, weil es so ist. Schon gut, ich will Ihnen nichts ausreden. Hallo, Cosi. Warum kommst du? Was willst du? Na, du bist gut. Ich möchte sehen, wie es dir geht. Du siehst schon viel besser aus. Das finde ich auch, er hat recht. Siehst wirklich besser aus. Nur essen solltest du ein bisschen was. Sie isst nicht? Na, ist doch klar, dass du was essen musst. Ohne Essen geht nichts. Warum sagst du nicht, was du willst? Ich hab's doch gesagt. Mensch, Cosi, ich will dir helfen, dass du rauskommst aus der Sache. Dass alles wieder normal wird. Normal? Das ist gut. Das ist sehr gut. Um Gottes Willen, Doktor, ändern Sie Ihre Meinung nicht über mich. Ich habe mich so dran gewöhnt. Sie sind zynisch, Spitzky. Zynisch? Ja, zynisch. Dazu neigen Sie. Auch jetzt noch. Tut mir leid. Was starrst du mich so an? Weil ich dir nicht glaube, dass dir irgendwas leid tut. Ich schwör's dir. Komm, jetzt iss was. Ich bin überrascht, Betsky. Dass ich eine Büchse aufmachen kann. Sie wissen schon, was ich meine. Ich entdecke bei Ihnen eine Art von Fürsorge. Was ist das für ein Wort? Haben Sie einen Wassertopf? Ja. Ich frage mich, was Sie damit bezwecken. Bezweckt man was mit Fürsorge? Sie ja. Sie irren sich, Doktor. Ich habe nur den Wunsch, dass Cosi gut aus der Sache rauskommt. Mehr will ich nicht. Schneiden Sie mal Mut. Finden Sie? Sie rechnen sich bei ihr wieder eine Chance aus. Na klar, natürlich tue ich das. Was denken Sie denn? Ich passe besser zu ihr als Borg, der für Sie ein Unglück gewesen wäre. Er hätte sie kaputt gemacht. Was wollen die? Sie wissen, dass Sie damals in meinem Garten Schießübungen gemacht haben. Sie suchen nach Geschossen, nach Hülsen. Lass sie nicht rein, Cosi, nicht reinlassen. Warum nicht? Dann werden wir endlich sehen, was du damit zu tun hast. Ich flehe dich an, tu das nicht. Sag, du erinnerst dich nicht mehr, auf welchen Baum ich geschossen habe. Du weißt es nicht mehr, hast keine Ahnung. Na nun, Herr Betsky, wollen Sie uns helfen? Auf diesen Baum hat er geschossen. Zeigen Sie doch mal, wo er gestanden hat. Hier. Wie hat er gezielt?
So. Aha, also dann packen wir's. Du Feigling. Jetzt sind sie dran, Weißbetzky. Sie holen die Kugeln aus dem Baum. Ich sehe es. Suchen Sie den Boden ab. Nach den Hilsen. Sind Sie denn da gestanden? Genau da. Sie erinnert sich gut. Zu gut. Doktor, ich habe gar nicht gewusst, wie sehr Sie Ihre Tochter lieben. Ich habe Ihnen so viel Gefühl gar nicht zugetraut. Aber mit zu viel Gefühl bringt man sich nur in Schwierigkeiten. Habe ich Sie falsch eingeschätzt, Betzky? Wenn die Polizei nach mir fragt, ich bin nach Hause gegangen. Betzky. Auf Wiedersehen, Doktor. Na, geht's dir gut? Mir geht's gut. Und dir? Na, nicht besonders. Das kann ich mir denken. Sie haben alles gefunden. Die Kugeln, die Hülsen. Alles gefunden, alles mitgenommen. Kriegst du Angst jetzt? Ja, seit gestern. Du warst es, du hast ihn umgebracht. Du Mörder! Sie sind draußen. Ich hab's mir gedacht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Borg wurde mit Ihrer Pistole erschossen. Die hat nicht mir gehört. Ich habe sie zurückgegeben. Sagen Sie an wen? Sie decken einen Mörder. Ich habe einen Haftbefehl gegen Sie. Sie wollen mich tatsächlich mitnehmen. Womöglich in Handschellen, was? Herr Schlobach möchte bitte mal rauskommen. Kriminalpolizei Schlobach. Ja, und warum? Ich musste es sagen. Das habe ich mir gedacht. Die Pistole gehört also Ihnen. Ja. Aber er hat sie wirklich nur gefunden. Wo findet man denn sowas? Und gleich mit Munition? Wir hatten einmal eine Aktion Umweltschutz. Und mitten im Wald unter lauter weggeworfenen Sachen fand er die Pistole in einem Karton mit Munition. Er hat sie mit nach Hause genommen. Ich weiß auch nicht, wer die loswerden wollte. Schmeiß das Scheißding doch weg. Nee, warum denn? Aber der Abzug ist doch noch in Ordnung. Das krieg ich schon wieder hin. Was willst du denn damit? Was ich damit will? Gar nichts. Behalten will ich sie. Sie funktionierte tatsächlich.
habe sie ausprobiert bei Kose im Garten. Die war auch dabei. Dann habe ich ihm das Ding zurückgegeben und gesagt, schmeiß sie lieber weg. Und das hat er nicht getan. Das ist doch nicht alles. Meine Klasse, bitte mal hierher! 4 Wochen später, beim Turnen, kam Dr. Stein plötzlich auf uns zu. Es ist unglaublich! Luther, kommen Sie mal hierher. Der Schuldirektor hat Sie gerade zur Rede gestellt, ist das richtig? Ja, es stört ihn, dass ich rauchte. Was haben Sie denn geraucht? Würden Sie das mal sagen? Sie haben die Zigarette weggeworfen. Sie wurde sichergestellt, es handelt sich eindeutig um Marihuana. Der Direktor hat mich beauftragt, in der Garderobe nachzusehen, was Sie... Und Sie alle sind jetzt gemeint. Die ganze Klasse ist gemeint. Was Sie bei sich tragen. In Ihren Taschen und in Ihrer Kleidung. Niemand, der etwas dagegen hat, dass ich eine Durchsuchung durchführe? Was mache ich denn, wenn er die Pistole findet? Ich habe sie in der Tasche. Hast du sie denn nicht weggeschmissen? Nein. Du Idiot. Jetzt bist du dran. Und dann hat er unsere Sachen durchsucht. Eine halbe Stunde haben wir da gestanden, bis er wieder zum Vorschein kam. Er sah uns nur an und drehte sich ab, ohne ein Wort zu sagen. Scheiße. Ist weg. Aber Dr. Stein würde doch etwas gesagt haben, wenn er in der Tasche eine Pistole gefunden hätte. Wir sind nun mal seine Klasse. Er hält zwar nicht viel von uns, aber er brachte es nicht fertig, zum Direktor zu gehen und zu sagen, er habe da eine Pistole gefunden. Er hat sie also eingesteckt und mitgenommen. Er wusste ebenso wenig, wie er sie loswerden sollte, wie Schlobach. Seitdem ist sie... in seinem Hause. Wollen Sie bitte hinausgehen? Die Pistole, die Sie in der Garderobe gefunden haben, ist die Pistole, mit der Betzky in ihrem Garten geschossen hat. Es ist die Pistole, mit der Borg erschossen wurde. Ich wollte sie nicht verlieren. Nicht an diesen Mann. Sie haben es von Anfang an gewusst, ne? Sie wollten mir helfen. Oder ihr. Thank you.
Musik.